Herzlich willkommen zu diesem Heyday Opening Video von den Schübepaketen. In diesem Video öffnen wir die drei Schübepakete, die es hier gibt. Aber vorher zeige ich euch noch meine Schübe. Ich habe hier 19 Schübe und mich kostet dieser Scheißschub einfach mal 60 Diamanten, wenn ich den da hinzufügen will. Ja, ich zeige euch die mal eben und ich hoffe mal, dass ich nicht wieder irgendwelche Angelschübe kriege. Denn das wäre ziemlich scheiße. Okay, das sind meine Schübe und wir fangen direkt mit dem ersten Paket an. Dafür muss ich mal kurz das Bild schwarz machen, denn ich muss mir das Schübepaket ja erstmal kaufen. So. Geshoppt. So, jetzt müssten sie kommen. What? Hä, waren das nur drei Schübe? Achso, ja, Quatsch. Stimmt, vier Schübe waren das. Ich habe schon gedacht, das andere Paket da. Ach, ich will das Entending nicht. Piss dich. So, wir waren bei... Ungefähr bei... Waren wir hier? Nee, wir waren noch weiter. Wo waren wir denn? Ach, hier waren wir, ne? Genau. So, nochmal ein Ernte. 5-Sterne-Schub. Wow. Also es gibt 3 3-Sterne und ein... 5 Sterne, bin ich mal gespannt. Meistens hat man da trotzdem immer irgendwie 4, 5 Sterne, ich weiß nicht genau warum. Hummerschwanz 5 Sterne, also wer Hummerschwänze produziert, so wie meine Gelee-Bohnen fahren, wäre das mega geil. Aber, ich sag's immer wieder, die Angelplätze gehen davon auch nicht schneller, deswegen, diese Angelschübe sind immer, scheiße, finde ich. Also ich tausche die auf jeden Fall ein. Rosé 5 Sterne, 72 Stunden. Rosé ist nicht so mein Favorit, aber... Besser als ein Angelschub auf jeden Fall. Und Schiff 5 Sterne. 50% schneller. Wow. Das ist natürlich mega nice. Das ist geil. So, wir holen uns direkt den nächsten. Schülpaket 2. Da bin ich jetzt mal gespannt, was da drin ist. 3 3-Sterne-Schübe. Und 3 5-Sterne-Schübe sollen da drin sein. Also bei mir war bisher immer in den alten Videos das erste Paket das beste. Passwort falsch eingegeben. Läuft bei mir. Zahlung erfolgreich und Fisch. Auf jeden Fall ein Tomschub dabei. Das ist schon mal gut. Okay, wir waren beim Schiff stehen geblieben. Wie viele Schübe ich habe. Okay. 4 Sterne. Angelplätze schneller fertig. Okay. Kann für ein... Das kann wirklich mal für ein Angel-Event hilfreich sein, weil man hat ja meistens Köder auf Vorrat. Ich glaube, den werde ich auch mal behalten für so ein Angel-Event. Wieder ernten. 4 Sterne diesmal. 4 Sterne ist der Zug schneller. Ist das der persönliche Zug? Ja, persönlicher Zug. Boah, das geht ja richtig ab. Der dauert ja so schon nur 1,5 Stunden. 40% kürzer. Der ist mir dann fast bei 45 Minuten. 50 Minuten ungefähr. Boah, 5 Sterne. Kurba zu Vanilla und Strandcafé. Das ist geil. Schade, dass man nicht 2 Schübe auf einmal nehmen kann. Dann würde man persönlichen Zug und den gleichzeitig nehmen am besten. So, 2 haben wir noch. Tom natürlich. 5 Sterne. 50% schneller. Geil. 12 Stunden lang kommt Tom 1 Stunde. Mega. Und Saftpresse. Tortenofen. Und Nähmaschine. Ist das, oder? Nähmaschine. Wie heißt die jetzt genau? Ja, Nähmaschine, genau. Ja. Hätten natürlich bessere sein können, aber trotzdem auf jeden Fall nice. Und jetzt holen wir uns noch den letzten Schub. 6x5-Sterne-Schübe. Das rockt richtig. Da bin ich jetzt mal gespannt, was wir da bekommen. Und, was kriegen wir? Haus... Stadt, 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 Feld, Stadt. Oh, kein Tomschub. Oh, ich sag euch. Ah, fuck.
Ich habe einfach mal 35 Schübe jetzt. 35. So, hier waren wir stehen geblieben. 5 Sterne Popcornmaschine, Webstuhl und Dingenskirchen. Wer ist das denn jetzt? Ach, das ist Kuchenofen, das andere war Tortendings. Ja, Tortenofen, Kuchenofen. Ja, genau. Auch nicht schlecht, allerdings gibt es auch bessere, wie Marmeladenmaschine oder sowas oder Süßigkeitenautomat. Nochmal 5 Sterne Kurva zu Vanilla und Strandcafé. 5 Sterne persönlicher Zug. Geil. Oha, 5 Sterne Kino, Pension und Imbiss. Oha, da geht auch mein Herz auf bei der Imbissmaschine. Bei der Pension-Dings. Pensionsmonster bin ich ja. Das ist geil. Sowas kann man richtig gut für Livestreams benutzen. 5 Sterne Sojabohnen, Zuckerrohr und Indigo. Oh, das ist ein Scheißschub. Den werde ich irgendwann mal am Wochenende verballern. Vielleicht sogar auch direkt heute am 1. Mai. Und nochmal 5 Sterne persönlicher Zug. Also alles in allem habe ich viel Stadt bekommen, muss ich sagen. Ich bin aber zufrieden. Also letztes Mal gab es ja nur diese Angelkacke. Damit konnte ich gar nichts anfangen. Hiermit kann ich auf jeden Fall was anfangen. Und viele 5-Sterne-Schübe. Also ich hatte ja letztes Mal, auch bei den 6x5-Sterne, hatte ich ja nur 3-Sterne-Schübe fast. Da war ich richtig enttäuscht ein bisschen. Aber hier... bin ich eigentlich voll zufrieden. Also ich kann nur mit dem Hummerschwanzschub eigentlich nichts anfangen. Ansonsten... ja gut, und dieses Sojabohnen-Zuckerrohr-Ding ist auch ein bisschen kacke. Ansonsten geht's doch. Tom werde ich auch was mal aufbrauchen hier. Diese schlechten Schübe, die müssen mal weg. Ja, nice. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich würde euch empfehlen, auf jeden Fall, wenn ihr euch ein Paket holt, das letzte zu holen. Das letzte oder das erste. Beim zweiten habe ich die Erfahrung gemacht, dass es das schlechteste ist. Wenn ihr nicht viel ausgeben wollt, holt ihr das erste. Wenn ihr... wenn ihr nur eins holen dürft von euren Eltern oder was auch immer, dann holt euch das 11-Euro-Ding. Das ist auf jeden Fall von Vorteil. Auch wenn ich jetzt im zweiten Tom-Schub drin hatte, aber ihr könnt natürlich auch woanders eins drin haben. Alles klar. Danke fürs Zusehen. Schönen 1. Mai wünsche ich euch und haut rein. Und ciao.